Hallo und wieder recht herzlich willkommen zu einem Let's Play mit Amomuro. Abend, Tag, meine Güte. Neo. Hallo. Lexi. Hallöchen. Im Teamspeak, die First Lady, die Cassidine. Hallo. 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 Von den Fallout Legends in New World. Ja, los, Amo. Wir haben meine Aufgaben hier zu machen. Ich habe gar keine mehr, aber wir müssen hochwandern. Ich habe die alle fertig. Du hast ja, wir wollten jetzt in die Stadt. In die Stadt und dann machen wir meine Ecken. Ach, du hast ja keine. Die schweren Ecke. Ach so, ich kann ja jetzt in mein Haus zurückreisen eigentlich. Aber wir gehen zu Fuß nach Amo. Ja, aber ich habe noch keinen Rückruf. Ich habe noch kein Haus da. Nee, deswegen sage ich, gehen wir zu Fuß. Das macht ja jetzt nichts. Allein die Gegend ist ja hier schon sehr schön. Es ist Mitternacht, wir sind im Dschungel. Amo ist beim Bäumefällen. Nee, nicht. Oder doch nicht. Die würden noch 2600 Gold fehlen. Kann ich mir die auch die Hütte kaufen? Welche, die ich habe? Ja, die kleine einfach. Die kleine, ja, die reicht mir auch. Also Lexis gefällt mir, aber ich habe immer hin und her überlegt. Eigentlich reicht es ja. Ein Wirm. Ein Wirm? Ach so, den wirst du nicht. Weißt du was? Bring ihn mal Richtung Straße. Ich brauche noch ein bisschen was zu essen. Ist doch genug dabei, glaube ich. Ja, ich hole mir gerade was. Noch ein bisschen Mensch. Cassie Ammo ist wieder weg. Folgt den umgefallenen Bäumen. Genau. Ich dachte immer, er wurde verletzt. Ich finde, das sieht richtig genial aus hier. Also Ebenmaß, muss ich schon sagen, ist schon toll. Aber die sind alle toll, die Orte. Also selbst unten Webermoor ist gut gemacht. Oder Unstete Küste mit dem Schiff in der kleinen Bucht. Sieht sehr gut gelungen aus. Es gefällt mir alles hier. Ein bisschen jagen muss man auch. Ja, wo bist du? Ach, da. Ein bisschen Azot farmen. Hat aber nicht geklappt. Da sind wir wieder. Straße. Straße, pass auf. Warte, 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 Ammo. Links. Rechts. So lang. Okay. Eingemetzelt hier. Genial! Da vorne ist der nächste. Da ist ein Bauer. Zu kurz. Ich vergesse immer meine Funktionstasten, die ich hier noch habe. Ja, so ist ja nicht schön, wenn du die ersten zwei Schläge drauf hast, kann ich dann Rest machen, oder? Ja, ja. Ist gut. So arrogant, wie das klingt. Oh, falsche Tasten! Ah! Ich meine, was wir hier jetzt mittlerweile durch Ebenmaß durchrushen. Lexi, kannst du dich noch entsinnen? Als wir uns alle hinter Ammo versteckt hatten, ja, ein Gewehrschütze und down. Ein Pfeil, Bumm, durch.
Oh, so kriegt man hier ein bisschen Abzug, sehr schön. Ja. Abzug. Rüstungsgegenstände. Ausrüstung, Verpflegung. Das bringt alles Punkte hier. Schon wieder Abzug, sehr gut. Sie haben ihre Azot-Grenze bald erreicht. Mach mal einen Rundumschlag. Ja! Perfekt. Ja, liebe Freunde, und das Wichtigste, was uns als Fallout Legends hier ausmacht, ist eigentlich unser Zusammenhalt, muss ich sagen. Wir hatten heute Morgen gerade so das Gesprächsthema gehabt. Wollte ich jetzt hier auch mal kurz in diesem Let's Play fallen lassen. Wir spielen hier Spiele zusammen, weil wir hier zusammen spielen wollen. Deswegen spiele ich eigentlich nicht mehr so gerne alleine. Das heißt, ich spiele doch lieber Multiplayer, weil wir alle zusammen was spielen können. Ganz ehrlich sagen. Das hat sich aber wahrscheinlich auch so ausgeprägt durch die Zeit jetzt gerade oder durch die Situation. Und es macht wirklich eine Menge Spaß. Wir sind jetzt hier zwar nicht alle an einem Ort, aber Cassie ist online, die hört uns zu. Wir haben vorhin zusammen Mittag gegessen, praktisch mit Kamera. Jeder hat sich auf seinen Schreibtisch was bereitgestellt. Wir haben uns unterhalten dabei. Wir sind zusammen. Und das ist heutzutage das Wichtigste. Freunde, Familie, Zusammengehörigkeit, das ist das Wichtigste mit. Und das wollte ich hier nochmal zum Ausdruck bringen. Und das macht uns zum Beispiel als Fallout Legends aus. Wir spielen verschiedene Spiele. Wir spielen Singleplayer, wir spielen Multiplayer, aber wir spielen es gemeinsam. Selbst wenn wir Singleplayer spielen, wenn ich zum Beispiel auch einen Singleplayer spiele, dann bin ich trotzdem im TS. Die anderen Teammitglieder spielen was anderes, sind damit bei. Und wir unterhalten uns darüber und wir sind zusammen. Wie so eine große Familie, sag ich mal, wie so eine Studentengemeinschaft, wie in so einem Studentenwohnheim. Einer hilft dem anderen. Oder wie die Musketiere. Einer für alle, alle auf einen. Ach nee, der Spruch hieß anders, ne, Neo? Ah, der Grundkern ist dasselbe. Dann ist gut. So, das ist noch was. Und ihr seid bei den Fallout Legends immer willkommen, immer. Ganz egal, von wo ihr herkommt, welche Sprache ihr sprecht. Irgendwie werden wir uns schon verständigen können. Dafür gibt es ja Google. Also, wenn ihr möchtet, kommt zu uns. Bewerbt euch bei den Fallout Legends auf meinem YouTube-Kanal, in der Kanalinfo, E-Mail-Adresse. Wenn ihr mitmachen wollt bei uns, ganz egal, welches Spiel ihr auch spielt. Im Moment natürlich New World. Ihr seid herzlich willkommen. Wir suchen immer wieder neue Mitglieder. Neo hat mich zum Beispiel kennengelernt, als Neo meine Elektroleitung begutachtet hatte und ich mit einem nach einem Elektroschlag am Boden gelegen habe, hat Neo dann gleich erstmal meine Elektroleitung abgenommen und hat mir dann erklärt, wie man das richtig macht als Elektromeister. Und seitdem geht es mir gesundheitlich auch wieder besser an meinem Camp. Also es ist bezogen auf ein anderes Camp, was ich gebaut habe. Wenn man jetzt hier hochguckt, wegen dem Sonnenschein, sag ich mal, sieht das aus wie ein goldener Berg. Ja, das finde ich auch. Sieht cool aus, ne? Ja, sieht sehr schön aus. Ja, ist richtig. Und ob ihr 4K, 2K, Full HD, HD Plus, HD, egal was ihr spielt, Leute, ihr seid bei den Fallout Legends willkommen. Ganz egal, was für eine Grafikkarte ihr auch habt. Das war jetzt ein kleines bisschen sarkastisch gemeint.
Nein, also kommt zu uns, bewerbt euch bei uns, macht bei uns mit, spielt mit uns gemeinsam Spiele, kommt mit zu uns in den TS, wir haben auch einen Discord-Kanal, schaut bei mir auf meinen YouTube-Kanal, in der Info nach oder oben im Banner. Und hier ist schon wieder leckeres Essen. Oh Monomer, das sieht aber lecker aus hier. Bloß wenn du das hörst hier, dann ist das wahrscheinlich schon Geschichte. Das wird am Dienstag sein. Am Mittwoch wird das Video rauskommen hier. So, ich muss hier erstmal meine Quest abgeben, Ammo. Leberknödel mit Sauerkraut. Ich krieg gleich Hunger. Ja, mein Kommentar gleich drunter gesetzt. Von wem ist die Leber? War klar. Das war klar. So. Sei mir gegrüßt. Drei Grizzlybären killen. Nö. 10 Kaninchen. Die nehmen Quest nämlich noch an. Raubzug kaiserliches Schiffswrack. Plündere Luftschrein. Ja, Luftschrein, da musst du auch gleich hin. Ja, habe ich gleich angenommen hier wieder. Das hat aber EP gegeben, ey. Das hat sich aber gelohnt. Ja, wenn das so Elite-Dinger sind, steht da dran. Da kriegst halt wenig Gebietsruf, aber... Ja, Gebietsruf habe ich auch gerade gekriegt. Davon mal ganz abgesehen. Ja, bei den Fraktionsgedöns kriegst du nur... Die Grundsteuer werde ich jetzt erstmal um minus... Ja. Zack. 100%. Ja, ebenmaß bin ich jetzt auf 20, Lexi. Was heißt das, 20? Schön. Darfst Alkohol trinken? Nein, ich kann mir jetzt das andere Haus kaufen, das größere. Oh, das ist was Ja, du kannst es ja nicht kaufen. Ich müsste ja meins erstmal verschrotten und dann könnte ich mir ein neues kaufen. Aber was soll das? Ja, erstmal sparen. Ja, ich habe jetzt mittlerweile 11.992 Goldtaler, Goldstückchen hier und dann, warte mal schauen, hier Azot. Habe ich 810. Warte mal, die Gummistiefel, die kann ich verschrotten. Verhackstückeln hier, die bringen nichts. Was habe ich hier noch? Eine Hose? Die kann ich auch verhackstückeln. Was? Durchdringender Schnellschuss. Erhöht die Rüstungsdurchdringung des letzten Falls. Alles klar. Oh, ein Hammer habe ich. Oh! Warte mal, was ist denn das für ein... Was? Eine neue Axt habe ich auch. Aber die ist nicht besser. Die hat zwar mehr Rüstwert, aber weniger Schaden. Macht die. Die ist aber auch zornige Erdkreaturen. Bann. Ah, nee, die kann ich erstmal verhackstückeln. Den Hammer auch. Wobei der Hammer, da müsste ich erstmal gucken. Beruhig dich, Junge. Ganz ruhig. Ich meine, mit dem Hammer bin ich eh nicht mehr so in der Gänge, weil der wirklich sehr langsam ist. 84, 51, den kann ich verhackstückeln. Nehme ich aber trotzdem auf. Manchmal braucht man den für die Ausgrabung. Ein Feuerstab habe ich hier noch. Ach, ich brauche das nicht mehr im Moment. Ich will nachher sowieso komplett einmal umrüsten. Eisstulpen des Duellanten. Warte mal, dann haben wir ein Rapier, das können wir auch weglegen. Wollte gerade Rippchen sagen. Rippchen habe ich hier auch noch. Der Wert hat sich jetzt nicht geändert. Zerlegen. Unheilstulpen. Ja. Ein Rapier zerlegen. Und das war's. Was habe ich denn alles so viel noch? Ich bin hier auch schon wieder völlig überladen. Und ach so, den kann ich noch weglegen. Ich habe noch widerstandsfähige Tierhaut. Warte mal. Kochkunst. Einlagern. Ach, ich kann das nicht mehr einlagern. Oh nein! Ich muss unbedingt die Rüstung hier rausnehmen. Ich brauche unbedingt Platz. Ich muss Level 60 haben. Oder? Erzähl. Du holst dir die Lagerkisten. Sei es am Handelsposten kaufen oder irgendeiner, der es kann, stellt ja welche her. Ich habe ja eine Lagerkiste. Hast du auch schon eine drin? Eine habe ich schon drin, ja. Warte, aber du hast gerade recht. Ich werde mal gucken, wie viel. Die nimmt ja ein bisschen mehr auf. Richtig. Ich glaube, 2, 3, die da so über so vielleicht in 100er Schritten oder sowas, glaube ich. Das lohnt sich, glaube ich. Und dann geht's weiter.
So. Einfaches Essen, Kochkunst. Ne, das kann ich immer noch nicht einlagern. Warum? Was habe ich denn hier so viel? Kriegshammer. Ja, ich weiß, weil ich noch einen Kriegshammer hier habe, Stufe 60. Ach, den zerstückel ich jetzt. Das merke ich mir. Nee, den nicht. Ach so. Nein. Ach, verrückt. Aber meinen Kriegshammer, den ich hier drin habe. Ich warte jetzt bis Stufe 60, dann kann ich den benutzen. Nein, Ammo. Im Traum nicht. Aber meinen, den ich hier noch zusätzlich drin hatte von Stufe 53 oder was das war. Den kannst oder 54. Hä? Oder 56 sogar. Den habe ich weggeschmissen jetzt. Den kannst du zerlegen. Das habe ich nämlich gemacht jetzt. Nee, deine Sachen, da warte ich ja drauf, dass ich die endlich nehmen kann. So, dann haben wir Platinerz. Das sind 21 Kilo. Die müsste ich woanders einlagern. In einem anderen Gebiet. Das geht auch nicht. Was ist denn hier noch alles? Ja, den Mantel. Nee, deine Sachen, die ich von dir habe, da wird nichts von weggepratzt. Gar nicht. Da warte ich ja drauf. Nee, ich habe einen Kriegshammer weggeschmissen von mir. Den hatte ich mir immer noch aufgehoben. Der war Stufe 56. Aber ach, ich warte jetzt lieber. Dann freue ich mich schon auf die Streitaxt, die richtig stark ist. Die werde ich auch noch sockeln. Mit einem Stein belegen. Ja, und dann habe ich ja noch zwei Schwerter drin, wo ich mich nicht von trennen kann. Aber ermächtigtes Langschwert. Das mache ich später. Okay. Dann wollen wir mal schauen. Ammo schon wieder unten und wartet? Na, ich würde mich jetzt schon mal hinporten. Also könnten wir am Schrein der Verliebten. Ja, können wir machen. Dann können wir nämlich von da oben runterhüpfen und dann zuschlagen. Zumindest sammeln und dann zuschlagen und so weiter. Ja. Ich bin dabei. Cheers, Neo. Cheers. Lecker Blutorange ist das. Die Orange. Ekelhaft, Neo? Das passt zum Spiel. Meine ich doch. Na gut, einen Hopfen-Smoothie hatte ich jetzt nicht gehabt. Also ich muss in dem Lager hier ein paar Schnallen so. Hier beim Luftschreien? Ja, oder? Aber nicht zu weit. Ich weiß, wer da wohnt. Ja. Ich weiß, wer da wohnt. Ich muss hier nach Syndikatstasche suchen. Yep. Und zwar... Wir schnallen drei Stück, aber man kann ja trotzdem mal hingehen. Acht Truhen muss ich nach Syndikatstasche. Acht Truhen ist aber auch nicht fett, finde ich, ne? Ja. Wir können hier trotzdem runter mal den Boss zeigen, in dem Sinne, weil da den konnte man vorher einfach alleine killen. Und die Lebensleiste war ein bisschen gering. Warte, ich muss mich erstmal erholen. So. Bin hier beim Runterspringen, hatte ich mich gerade verletzt hier. Also wie gesagt, was Ammo damit meint, die Bosse, die Gegner sind hier ein bisschen fetter geworden. Ganz wichtig. So. Ach so. Naja, schleich dich um die Ecke. Warte mal. Nee, da ist er noch nicht. Da ist er. Der Kumpel da. Der Kumpel, guckende Seen, das ist der Schreinmeister Lee. Eisresistenz und elektrifiziert ist er. Also ihr seht, der hat da die Generalstulpen an der Seite, der hat ein paar dicke Balken an der Seite und mit dem haben wir gestern gekämpft. Lasst euch nicht täuschen, vorgestern ja könnte sein, lasst euch nicht täuschen von der Stufe 57, er ist stärker als 57, verspreche ich euch. Also der verteilt wirklich Fubak. So, ich brauche jetzt noch... Da gehen wir unten rum, weil da durchlaufen will ich nicht. Sechs Kisten. Na los, Ammo, Absprung, gut, nein, ich auch nicht.
Also lass euch nicht irgendwie täuschen. Also die Stufe 57. Also am allein besten mit dem Team reingehen. Geht genau. Schneller auf jeden Fall. Wenn du als Tank da reingehst und du weißt, wie die Roten... Es bleibt mehr heil. Ja, und meinst wie du halt, wenn du weißt, wie seine Attacken sind, wenn man sich darauf konzentriert, kann man es alleine schaffen, aber dann bist du gefühlt alleine an dem eine halbe Stunde dran. Richtig. Wir haben es probiert. Könnt ihr glauben. Ich hab's macht probiert. Spaß, ist ein cooler Gegner. Genau, ich konnte nicht viel posieren. Ich war. Nee, weil du von der Klippe geschubst wurdest, da. Genau, er hat mich rausgeschleudert. Richtig, er hat mich rausgeschleudert. Hast recht. Hast recht, ey. Wie gesagt, wenn du hier den Gegner hast mit dem Schild, da ist das einfachste eine schwere Attacke, dann ist es meistens weg. Ja. Deswegen bin ich hier auch mit Schild. Also nicht wundern, wenn ich die Streitaxt nicht nehme. Ja, brauchst du auch noch. Die Musketen kriegt man dann. Oh ja! Da war ja noch was. Ja, Musketen? Abstürzender Hubschrauber, so hört sich das gerade an. Wie so ein abstürzender Hubschrauber, ganz genau. Ja, die Gegner, die sind klasse hier. Die kommen dir entgegen, richtig. Die weichen aus. Also, ebenfalls supported bei Amazon und vielen Dank an die Unterstützer. Und das ist ein kerniges Spiel, Leute, muss ich ehrlich sagen. Kann ich nur empfehlen hier. So, ich habe jetzt die... Ich habe jetzt noch 4 Syndikatstaschen, muss ich noch finden. Ach, der V weiß bestimmt, wo welche sind. Das könnte sein. Frag ihn mal bitte. Und, was sagt er? Nee. Der hat nichts gesagt, hat nur gefaucht. Okay. Muss ich die killen? Nee, muss ich nicht. Ich dachte, das wäre eine Quest. Typen hier, Spitze. Den habe ich gar nicht gesehen eben. Der lacht ja am Boden, das war ein Verderbter, ne? Ohne Füße, ja. Also kein Verdorbener, sondern ein Verderbter. So, jetzt noch 3. Der hat gesagt, ein Lama hat meine Füße gefressen. Oh, aufpassen. Nein. So, jetzt noch 2. So, hier gibt es auch die kleine Version davon, die sind machbar. Oh. Na, die, das ist... Ach so. Wie so ein Punching Board. Der geht. Das war's. Das war's schon. Ja, der war ja auch kein Elite. Wollte ich gerade sagen. Also die Elite-Gegner sind tatsächlich Elite-Freunde. Also da könnt ihr euch drauf verlassen. Da gehen wir auch nur im Team rein. Und Ammo und ich, wir gehen dann auch nicht da unbedingt alleine hin. Das bringt nichts. Es dauert, wenn ihr wirklich, dauert zu lange, genau. Wenn ihr wirklich farmen willst oder was auch immer man gerne hier tut, dauert das zu lang. So, hier bin ich fertig. Die nächsten Sachen kommen jetzt hier oben bei der Himmel. Oh, perfekt, da habe ich 3 Stück. Dann muss ich, gehen wir außen rum oder außen rum? Ammo? Ammo, wo bist du? Lass mich nicht alleine. Ich darf mal sagen, Neo hat heute wieder ein fantastisches Sweatshirt an. Es ist ein Skelett darauf abgebildet. Ich verrate alles. Lexi, du siehst auch gut aus. Immer. Hab mich extra nicht rasiert. Du hast dich nicht rasiert, Lexi? Nee. Guten Tag. Guten Tag. Dann müssen wir auch noch.
Gehen wir gut. Klippen. Ja, ah, da ist hier der König der Löwen. Natürlich nicht. Vor allen Dingen hier immer durch den Körper durchschießt, durch das Schild. Oh, jetzt muss ich mich mal heilen. Augenblick mal. Geht gleich los, Ammo. Ich bin gleich bereit. Das war der falsche. Nee, noch nicht. Okay. So. Ich bin bei 26 Minutes. Hast du den schon fertig gemacht, den Typen eben? Hm? Oder habe ich schon... Ach nee, ich habe einen Schreien gehört. Und hatte gedacht, du hast einen fertig gemacht hier, aber... Ey, das ist wie ein Alarmanlage. Ich wollte gerade sagen. Die Gegend ist der Hammer hier, wenn du hier so längs marschierst hier. Ja, längs oder wie gesagt, wenn du hier mal auf die Klippen guckst. Oh, ich zeige gerade so ein bisschen immer... Wegen der Sonne, wie die... Oh ja. Ja. Also richtig, richtig toll gemacht hier. So ein bisschen Musik ist hier auch im Hintergrund. Ich habe die etwas leiser gemacht. Das habe ich ja auch, aber wenn du mal wirklich mal so Bock hast zu angeln, wirklich den ganzen Tag, wenn man so lange durchhält, dann die Musik hochdrehst und dann gerade hier angeln tust. Okay, Leute, da ich mich jedes Mal verabschiede, wie ihr das wisst, so mache ich ja meine Let's Plays, so führe ich meine Let's Plays durch, möchte ich mich auch hier erstmal wieder recht herzlich verabschieden. Das soll es für diesen Teil auch mal gewesen sein. Und verbleibe bis zum nächsten Mal. Eure Fallout Legends und euer Quincy. Tschüss.